Wenn ich hier so im Gewächshaus bin und mich so umschaue und mir die riesen Tomatenpflanzen so anschaue, dann denke ich mir immer so, Mann, sind die schnell groß geworden, wie Eltern bei ihren Kindern sozusagen. Und vor 4 Monaten habe ich sie hier aus einem kleinen Samen keimen lassen. So kleine Jungpflanzen waren sie damals, habe sie gehegt und gepflegt, viel Liebe reingesteckt und nun sind es wirklich so große Pflanzen, auch im Tunnel unten, tragen schon die ersten Früchte, die auch reif werden. Und die ersten Früchte waren einfach die besten, die waren einfach so wunderbar und schmackhaft. Und ich möchte einfach jetzt so eine kleine Serie starten, die ich im Sommer fortführe, wo ich meine die Tomatensorten, die ich jetzt in dem Jahr anbaue, euch vorstelle. Und ja, jetzt so Anfang Juli, Mitte Juli sind die ersten reif geworden. Und das waren überwiegend frühe Sorten und genau die möchte ich euch heute vorstellen. Dann fangen wir mit der ersten Buschtomate an. Das ist jetzt die hier. Die ist jetzt ein bisschen kleiner vom Buschigkeitsgrad her. Deswegen wächst die auch hier so zwischen den Pflanzen am Rand. Ich habe 4 Stück von denen hier. Und das ist die englische Sorte First in the Field, ist eine ganz normale Sorte, die rote Früchte bildet. Wenn ich da mal ein bisschen näher hin. Hier ist zum Beispiel ein schönes Exemplar. Ist ganz schön. Das hier ist jetzt die Familiensorte von meinem Vater hier im Tunnel. In meinem letzten Update im Anfang Juli, wo ich auch die Tomatenverköstigung gehabt habe, war jetzt zum Beispiel eine Frucht von ihr. Die färbt so ein bisschen rot-rösalich ab. Ich verlinke euch gerne das Video in der Infokarte. Und das ist halt eine ganz normale Stabtomate, die doch recht frühreif die Früchte bringt und ziemlich große Früchte hervorbringt. Das hier ist jetzt die Cherokee Lime Stripes, die ist auch recht früh gewesen, royal bei mir. Ist so ein bisschen bräunlich-rötlich von der Abfarbe mit so grünen Punkten und ist auch wirklich eine schmackhafte Tomate. Ist auch wieder eine Tomate, die so ein bisschen für Stab oder zum Aufbinden geeignet ist. Das ist jetzt hier so eine weitere Buschtomate, die ich 6-triebig pflege oder kultiviere. Das ist die Martina, ähnlich wie die First in the Field. Bildet sie auch rote Früchte, wächst aber im Vergleich zu The First in the Field in die Höhe. Ist aber auch eine herkömmliche Buschtomate, die auch sehr früh, also die ist sehr frühreif und hat auch ziemlich gute Erträge. Und trotz der ganzen Triebe hat sie doch recht große Früchte, die man auch zum Einkochen oder Soßen mitverwenden kann. Das hier müsste jetzt die Yellow Fire sein. Die bildet recht große Früchte, die so Feuerfarben ähnlich sind, rot, orange und gelb. Fängt auch schon bei mir an zu reifen, hat sehr gute Bedingungen gehabt. Wie ihr sehen könnt, hat sie schon ordentlich große Früchtchen. Das hier ist jetzt eine Cocktailtomate. Das ist jetzt die Dattelwine. Die bildet so gelbe, birnenartige Früchte. Die habe ich jetzt auch mehrtriebig hier am Rand gezogen, ungefähr doppeltriebig. Und sie bildet dann doch gute Früchte, ist sehr süß und schmackhaft. Und besonders bei Kindern ist sie halt auch sehr beliebt. Ich habe sie, wie gesagt, doppeltriebig gezogen, weil sie dann doch recht groß wird, wenn ich sie eintriebig kultiviere. Über 4 Meter ist sie letztes Jahr geworden, deswegen habe ich sie jetzt einfach mit 2 Trieben kultiviert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr auch etwas in die Kommentare schreiben. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familien von mir und meinem Projekt erzählt und es auch weiterempfiehlt. Und weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich bzw. auch das Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ich weiterhin
für euch diese Videos hier produzieren kann und ja, weiterhin das Permakulturprojekt am Laufen halten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch wunderbare und schöne Sommertage und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Und jetzt wird erstmal ein bisschen ausgegeizt. Ein bisschen ausgeizen und zurechtbinden. Wächst schon auch überall kreuz und quer. Thank you.